Liebe Grillfreunde, sieht das nicht herrlich aus? Guck mal, das sind Beef Ribs, Beef Loin Ribs von yourbeef.de. Also da möchte man doch am liebsten schon reinbeißen im Rohzustand. Aber wir machen sie heute auf unserem Gas to Coal. Wir haben nämlich eine Frage erhalten von euch. Und zwar, kann man mit dem Hybridgrill auch gut räuchern? Und das probieren wir aus in der Kohlevariante. Und das ist unser Versuchskaninchen. Und Micky hat doch was ganz Verrücktes vor. Ja, wollen wir es gleich zeigen. Ja, als ne? Glaze nachher. Als Glaze. Es werden Erdnuss-Crunchy-Rippchen. Wir werden mit Erdnussbutter glasen. Und ich sage dir, Lydia, du guckst komisch, aber immer wenn du so guckst, weiß ich, dass es eine gute Idee ist. Ja, gut, mal sehen. Guck mal. Tada. Sieht doch aus wie ein anderer Grill jetzt. Ja. Komm. Wir machen jetzt Folgendes, und zwar versuchen wir, den Grill so weit indirekt umzubauen, dass wir einfach in der Mitte keine Kohle haben, links Kohle, rechts Kohle. Ja, also wir versuchen es heute mal. Wir versuchen das hier rein wissenschaftlich natürlich bestmöglich darzustellen und über Kohle 2 Stunden dann zu betreiben, zu smoken. Und jetzt kommst du wieder. Danach, die Dämpfphase, ist ja das Coole bei dem. Ja. Musst du überhaupt nichts machen, irgendwie nochmal hochreißen, denn die Kohle nochmal. Nee, wir machen einfach dann Gas an. Und dann verzichten wir auf Kohle, weil wir wollen ja nur 2 Stunden smoken und fertig aus. So, und dann bauen wir das aber um. Vorher, nö, wieder? Nee, wir lassen das alles so, wie es ist. Drehen die Brenner auf, kommen auf Temperatur, dämpfen und dann machen wir die ganz besondere Glaze-Phase. Okay. Es ist auch mal sehr spannend. Lydia versucht, so einen Sack aufzukriegen. Ja, das ist in der Tat immer ein bisschen schwierig für mich. Aber in der Zeit können wir werben. Von der Firma Meister, unsere Lieblingsgrillkohle. Das sind verkohlte Maisspindeln. Guck mal hier. Oh, du könntest auch auf dem Jahrmarkt könnte ich arbeiten, als die stärkste Frau der Welt. Ich habe es mir überlegt und dachte mir so, nee, das wäre uncharmant. Ich wollte eigentlich sagen, auf D-Max Reifen ziehen. Aber das lassen wir dann doch mal. Ja, so. Mal so? Sehr gut. Und jetzt das gleiche auf der anderen Seite. Ich bin begeistert. Also, wir versuchen das hier heute für euch. Kick mal. Ich finde es grandios, Lydia. Ich auch. Kannst du schon mal die Kohle anmachen? Mit dem Gas einfach. Ist alles angeschlossen? Habe ich alles für dich gemacht. Wir brauchen jetzt nur die 2 äußeren Brenner. Aber du, ich habe noch keinen Dichtigkeitstest gemacht. Dichtigkeitstest? Mann, Spaß. Mach mal, wenn man das erste Mal anschließt, mach mal so einen Dichtigkeitstest. Mann. Und jetzt gehen wir mal in den Schuppen und suchen uns Chips aus. Liebe Grüße an Bernhard. Das ist nämlich der Geschäftsführer von grillart.com. Der hat uns diese tollen Sachen hier empfohlen. Was nehmen wir denn? Das also, kann ja ruhig ein bisschen intensiver sein, oder? Ah ja, aber eigentlich wollte ich gerne was aus seinem Garten haben. Also, Zedernholz. Nee. Nee, Zedernholz hat er nicht im Garten. Wahrscheinlich hat er auch Whisky-Chunks nicht im Garten. Nee, genau. Also Apfel. Ja, ich würde Apfel, Buche oder Kirsche. Dann du hast quasi, Apfel. Du hättest ja eigentlich alles aussuchen können. Ja. Aber die eine Sorte... Ja, nicht der Bernhard lebt nämlich auf dem Bauernhof. Der kann das alles schön selber machen hier. Er hat einen riesen Wald auch hinten dran. Dann nehmen wir die. Der Bernhard hat gesagt, er weicht diese Chips immer eine Viertelstunde ein. Das hat er ausprobiert, mehrere Zeitabstände. Und das fand er am besten. Verlinken wir euch übrigens drunter. Und jetzt geht's hier um die Wurst. Jetzt musst du also in 15 Minuten die Silberhaut von den Rippchen abkriegen, rappen und dann drauf auf den Grill. Aber sie sind schon mächtig, ne? Ist ein bisschen was anderes als Schweinerippen. Ja, mächtig ist das richtige Wort. Mächtig, mächtig. Nee, sag mal nicht mächtig, gewaltig. Mächtig, gewaltig, Egon von der Olsenbande, ne? Wer kennt sie? Nee, dein Gesicht sieht richtig so aus, so ein bisschen eine Mischung aus voll krasser Handwerker und so Ingenieursbetrieb. So, du musst voll drüber nachdenken, was du gerade tust. Ja, das so fühle ich mich auch. Okay. Aber guck mal hier. Oh, das hätte ich nicht gedacht. Eigentlich gehen Beef Ribs immer ein bisschen schwieriger. Eigentlich bin ich hier. Na gut, das stimmt. Die Dame aus dem Ingenieursbüro. Ja, wenn ich da dran ist. Wenn ich das machen würde, wäre es schwieriger. Ja, ne? So, ja klar. Das hätten wir jetzt hier. Keine 15 Minuten, sondern viel länger gebraucht. So, guck mal, das können wir jetzt hier ausmachen, oder? Das wird doch jetzt gut sein. Ach, du willst sie vorher noch salzen, ne? Ja, salzen und da ist ein bisschen spicy Zeug dran vom Steffen Hensler. Das werden wir jetzt mal nehmen, weil durch die Erdnuss-Crunchy-Ribs ist heute das Salz und der Rub da drauf nicht, sag ich mal, der Stargast, sondern tatsächlich der Erdnussgeschmack. Guck mal, sieht doch schon schön aus. Wie rum legen wir das jetzt auf den Rost? So oder so? Also die Knochenseite unten bitte, okay. Nochmal einmal drehen. Und ich mache dir sogar den Deckel auf, weil ich so ein Gentleman bin. Passt. Passt optimal. Also wer ist dafür gemacht? Schön. Ich
schön die Nachbarschaft jetzt einräuchern. Oh, ja. Ist auch wichtig, Lydia. Ist wichtig. Genau. So was Gutes riecht die sonst nicht. Jetzt habe ich was an meine Nase bekommen. Echt? Ja. Nur knallen gehört. War das der Bums an deiner Nase? Das war der Bums an meiner Nase. Das ganze Spektakel gucken wir uns jetzt ungefähr eine Stunde, anderthalb Stunden an, würde ich sagen, maximal zwei. Wir verkabeln das jetzt auch, um einfach mal wissenschaftlich rauszufinden, wie denn die Temperatur sich verhält, okay? Okay. Seht ihr das? Ich sehe es. Also das mit dem Räuchern funktioniert. Natürlich ist es nicht vergleichbar mit dem Räuchern in so einer Moni hier, die wir ja auch haben, so ein dichter Keramikgrill. Hier kommt natürlich deutlich mehr raus, aber erstmal wird schon Geschmack rankommen. Ja, da wird Rauchgeschmack rankommen und man kann ja auch jederzeit nachfüllen. Also vielleicht ist der Verbrauch an Räucherchips etwas höher. Das kann sein. Aber das funktioniert das mal. Jetzt ist ja spannend die Temperatur, weil nicht nur das Rauch kommt, das ist ja soweit klar auch, ist entscheidend, ob man das zum Räuchern benutzen kann, sondern ob wir überhaupt die sehr geringe Temperatur, die wir brauchen, halten können. Oh, mal, wie das schon aussieht. Aber geil, die Chips halten noch ein bisschen. Also der Bernhard mit seinen 15 Minuten könnte recht gehabt haben. Klar, hat der Bernhard recht. So, ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Ich versuch's mal hier. Wir sind so bei 88 Grad. 89, er kämpft sich hoch. Das wäre eigentlich eine wunderbare Temperatur zum Smoken. So. Hast du jetzt in die Glut reingefasst, damit die Chips besser liegen? Nein. Du bist echt, ich hab Lydia. Ich habe die nassen Chips oben drauf gepackt. Das kann nicht wahr sein. So, aber das hat jetzt ungefähr 15 Minuten schon einmal intensiv geräuchert. Guck mal, und jetzt startet hier die zweite Runde. Ja. Das hätte jetzt in der Moni, das hätte schon länger gehalten. Da hätten wir nicht nochmal nachlegen müssen. Ne? Nee, da hätten die Chips gereicht. Aber wir versuchen ja auch gerade hier mit dem Hybridgrill das Räuchern so gut wie möglich hinzukriegen. Und bis jetzt auch von der Temperatur bin ich echt zufrieden. Ja. So, anderthalb Stunden sind rum. Die Kohle gibt auf. Lydia macht ein kleines Schläfchen. Und jetzt muss ich mal schauen, dass ich hier die Rips retten kann. Denn ich kann natürlich nicht schlafen, solange wir hier Rips drauf haben. Aber die sehen fantastisch aus. Jetzt haben wir dieses Thema mit dem Wind. Man sieht es. Schnell, schnell die Rippchen hier wegnehmen. Oh, sehr gut. Und jetzt hoffen, dass sie hier reinpassen. Und sie passen ganz genau. Jetzt machen wir uns hier noch ein bisschen Flüssigkeit rein. Lydia schimpft mit mir immer, wenn ich nicht Wasser nehme. Aber die ist ja gerade nicht da und kann nicht schimpfen. Zack, nehmen wir uns ein bisschen Zitronenwasser. Also Rauch ist auf jeden Fall rangekommen, würde ich sagen. Sieht klasse aus. Die Kohle ist fast komplett durch. Die könnten wir jetzt eigentlich schon wegmachen. Aber wir wollten jetzt eh die Gasbrenner benutzen und bauen jetzt nicht um, weil wir faul sind. Ablagerost musste raus. Jetzt passt es aber perfekt. Und jetzt machen wir die zwei Brenner links und rechts an und gucken mal, dass wir so bei 130, 150 Grad landen. So, Lydia ist wieder wach. Es war ein kurzer Powernap. Ja. Hast du von den Rippchen geträumt eigentlich? Ja. Sehr gut. Jetzt soll ich mal was sagen, vorhin ne, habe ich den Deckel aufgemacht und richtig viel Wind und die Asche und so, genau wie jetzt, weißt du? Und dann habe ich den Deckel drauf gemacht und dachte mir, jetzt kann ich ja entspannt offen lassen. Da kam gar kein Wind. Nicht ein bisschen, weißt du? Ach. Furchtbar. Warum piept das jetzt hier so? Weil wir zu hoch sind, deswegen habe ich dich jetzt rausgescheucht. Ach, genau. Wir sind bei 140. Ja, weil du den Deckel gerade aufgemacht hast. Wir waren jetzt bei 155, ich würde gerne so maximal, eigentlich 130 wäre optimal. Okay. Du kannst also die Brenner ordentlich runterdrehen. Also was man immer wieder sagen muss und immer wieder erstaunt mich das, der hat wirklich Bums, ne? Ja. Oh, guck dir das mal an hier. Oh, ja, das ist toll. Das sieht ja wirklich richtig gut aus. Richtig gut, ne? Schnaller. Oh, ich würde es ja gerne, wie lange muss das noch? Naja, warte, ich gucke auf die Uhr. Je nachdem, wie lange hast du geschlafen. Du hast ja schon ein bisschen Zeit verschlafen davon, ja? Ungefähr eine Stunde noch, dann können wir mit dem Glazen anfangen. Ah ja. Ich glaube, eine Stunde 40 Dämmphase reicht auch. Du kannst ja mal mit dem Finger vorsichtig touchen, ob du findest, dass es auch schön zart geworden ist. Oh, allerdings. Allerdings. Ach, obwohl so jetzt auch schon gut wäre. Ja, komm, klatsch da richtig drauf. Vertrau mir, das ist eine geile Nummer. Vor allem eigentlich ist doch der Beweis schon erbracht, das Ding hier kann räuchern. Meine Damen und Herren Grillfreunde, ihr seht, alle Regler abgedreht. Der Grill ist aus. Die Ribs sind fertig. So, und jetzt wolltest du noch aber noch mal Nerd-Talk machen, bevor wir essen. Na, die Frage ist ja, wir haben ja einen Test gemacht, lohnt es sich mit dem Gas-to-Coal zu smoken? Macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Wichtig ist ja auch beim Smoken wirklich, dass die Temperatur konstant bleibt. Er hat es wirklich gut gehalten und halte ich fest, bei ungefähr 115 Grad hat er sich dann eingepegelt mit der Kohle. Ich habe nichts mehr nachreguliert, Brenner ausgemacht, das war grandios und nach anderthalb Stunden hat er die Temperatur verloren, ging so auf 70 Grad runter. Und das war dann mein Zeichen, dass ich anfange mit der Dämmphase. Und das ist natürlich jetzt super einfach. Brenner an und rein. Ja, das war schon gut. Also, ich meine, ich muss dir jetzt eigentlich verkaufen, dass ich voll gearbeitet habe, während du geschlafen hast. Während ich gepennt habe. Es war hart. Ja, ich lob dich trotzdem. Das hast du wirklich toll gemacht. Und dank dir sind die Rippchen jetzt das, was sie sind. So. Nämlich optisch
schon mal der Knaller. Haben wir eine Grillzange hier? Nee, das kannst du mit den Händen packen einfach. Echt? Aber das zerreiße ich doch, oder? Ich würde, wenn, das wirklich nehmen und runterfallen lassen. Ja. Zur Seite, weißt du? Man könnte auch die Glaze-Phase jetzt nochmal verlängern. Das sind eigentlich Speed Ribs quasi. Reiß dir jetzt einfach mal ein Stück ab. Ja? Ja. So würden... Aber es ist scheiße heiß, so Mann. Würden wir anderen Griller das tun. Ich weiß, du würdest am liebsten jetzt eine Gabel haben und ein Messer. Mhm. Karibik Ribs. Karibik Ribs? Mhm. Ich will noch ein bisschen Kokosflocken oben drüber. Stell mir das noch ja. Kurz. Ja. Ja. Also, das ist sehr dominant. Ja, ja, das dachte ich mir. Die Erdnussbutter ist sehr dominant. Ich nehme mal ein Stück mit weniger. Micky hat gerade den Dreh vor lauter Gier abgebrochen. Er musste auch mal so einen Strang nehmen. Ja, also so einen Strang, so einen Knochen. Sag mal du bitte. Ich finde es richtig lecker und genau so, wie ich es mir vorgestellt habe tatsächlich. Ja. Der Rauchgeschmack ist definitiv nicht so stark wie beim Monolith, ist klar. Aber auf jeden Fall rauche ich. Man merkt das. Er hat auch eine schöne Farbe gekriegt. Ja. Was dir fehlt, ist Salz, Lydia. Ja, ich überlege nämlich die ganze Zeit, was mir noch fehlt. Vielleicht ist es Salz. Kannst du mir mal hier noch was drauf machen? Ich mache dir mal was drauf, ja. Lydia, das ist bei allem, was wir so machen und essen, macht Lydia sich immer noch mal ohne Ende Salz drauf. Ja, ich bin ein Salzmensch. Genau, ich nicht so. Super zart. Es sind tolle Beef Ribs. Und ja, Micky, die Idee mit der Erdnussbutter war gut. Genau, das nächste Mal noch Kokosflocken drüber und dann geht's richtig rund. Dann sind wir in der Karibik geschmacklich. Ach so. Oh. Wenn euch das Video gefallen hat, unser kleiner Test, ja, zum Räuchern im Gas to Coal, dann lasst uns ein fettigen Daumen hoch da. Abonniert unseren Kanal, eine Frau lernt grillen. Alle Dinge, die wir hier benutzt haben, findet ihr als Links unten drunter und wir sehen uns immer wieder sonntags.